Was verbindet Nachhaltigkeit und Jogging? Richtig, Plogging. Zum World Cleanup Day haben wir uns mit den Midnight Runners zusammengetan, um die Straßen unserer Hauptstadt zu säubern bzw. zu ploggen. Plogging ist ein Kofferwort aus dem schwedischen Plocker und Jogging, wobei Plocker für Aufheben steht. Also betätigen wir uns heute etwas sportlicher und räumen zusammen mit unseren tatkräftigen Unterstützern den Tiergarten auf. Wir haben uns jetzt bei allen vorgestellt und uns warm gemacht. Jeder hat jetzt so einen biologisch abbaubaren Müllsack bekommen und los kann's gehen. Wir haben hier Sarah von den Midnight Runners, sie ist einer der Captains und Sarah, erzähl uns doch mal, was ein Captain so macht. Als Captain bei den Midnight Runners organisieren wir vor allem die wöchentlichen Läufe, die wir haben. Wir wollen gerne einen Rahmen schaffen, wo sich Leute treffen können, aller Fitnesslevel, die zusammen gerne Sport machen wollen. Inwiefern passt denn das Thema Nachhaltigkeit zu den Midnight Runners? Das Thema Nachhaltigkeit ist vor allem auch für unsere Gründer super wichtig, aber ich denke auch für jeden anderen Läufer, also für die ganze Community. Wir hatten auch im Sommer ein großes Event auf die Beine gestellt, das Midnight to Midnight Event. Da haben wir den ganzen Tag 24 Stunden zusammen Sport gemacht, alles, was zu dem Thema Nachhaltigkeit gepasst hatte, besprochen. Wir möchten einfach weiterhin auch auf unserem Planeten laufen können. Wir würden gerne einfach in der grünen Natur sein und deswegen wollen wir da gerne regelmäßig einen Beitrag leisten. Schön was gefunden? Ja, man findet halt viel Kippen, Kronkorken. Was ist das? Ich hätte jetzt gesagt, irgendwelche Crossfitter haben das liegen lassen. Ein Stück von der Berliner Mauer. Ich habe keine Ahnung. Also, wir haben hier jede Menge typisch Berlin-Kondompackungen. Was hast du denn bisher schon gefunden? Ja, aber irgendwas Besonderes? Okay, Capri-Sonne. Kondome? Ah, okay. Da braucht jemand noch einen Rucksack? Was ist da drin? Wollen wir lieber nicht wissen. Nichts. Was man so vergisst im Park? Ziemlich viel Infusionsbeutel, ganz viel Kleidung. Piccolo! Do you like it? Oh, nice. Ah, cool. Mir hat es richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt ein richtig positives Gefühl nach dem Lauf, weil man einfach mal wirklich aktiv was gemacht hat und nicht einfach vorbeigegangen ist an dem ganzen Müll, sondern angepackt hat. Gerade jetzt mit dem Hintergrund, wo gerade die ganze Zeit demonstriert wird wegen Klimawandel, fand ich das einfach eine super Kombination. Leute nicht so alles im Park machen. Was hast du gefunden? Und ich glaube, es war das, was man benutzt, wenn man sich nicht vermehren will. Das ist eine gute Chance, es Sport mit Umwelt zu verbinden. Und was hast du denn so gefunden, während wir geploggt haben? Viele Sachen, die mit Sex zu tun haben. Angenommen, die Lauflust packt mich jetzt und ich will bei euch mitmachen. Wo finde ich euch oder wie kann ich bei euch mitmachen? Dann kommen super gerne zu uns jeden Montag und Mittwoch vorbei. Am Montag findet in Mitte beim Generator Hostel um 19.30 Uhr der 5-Kilometer Bootcamp-Lauf statt. Und am Mittwoch selber Ort 10 Kilometer, wo wir hier auch durch den schönen Tiergarten laufen und dann freuen wir uns, dich da hoffentlich bald zu sehen. Wir haben heute das aufgesammelt, was andere Leute in die Natur schmeißen. Wir haben ca. 20 Säcke voller Müll gesammelt und fühlen uns ein bisschen besser und leicht verschwitzt. Zur Belohnung gibt es jetzt noch ein kleines Picknick, von dem wir natürlich nichts liegen lassen werden. Und immer dran denken: Lauf mal nachhaltig!